1798 sind Franzosen in die Schweiz eingefallen. Sie haben das Kloster Einsiedeln überfallen und die Mönche sind wenige Tage zuvor geflohen. Und die Soldaten, die haben natürlich das Kloster im Nerv treffen und haben dann das Herz von Einsiedeln, die Gnadenkapelle, zerstört. Wo die Mönche dann mehrere Jahre später aus dem Exil zurückgekommen sind, haben sie dann sich daran gemacht, die Gnadenkapelle wieder aufzubauen. Und 1817 war sie vollendet. Und darum feiern wir dieses Jahr 200 Jahre Wiederaufbau der Gnadenkapelle. Ihre Geschichte geht natürlich sehr viel weiter zurück, nämlich bis ins 9. Jahrhundert, wo der heilige Meinrad hier gelebt hat. Der heilige Meinrad war Benediktinermönch. Und er hat sich dann zurückgezogen im Jahr 835 an die Stelle, wo heute das Kloster Einsiedeln steht. Und hat in der Stille das Wort Gottes meditiert, ist wirklich so eigentlich der Ursprung geworden von dem, was wir heute eben als Einsiedeln bezeichnen tun. Er ist für uns sehr eine wichtige Gründerfigur. Das Wappen vom Kloster Einsiedeln zeigt zwei Raben auf goldenem oder gelbem Grund und das Wappen vom Bezirk Einsiedeln zwei Raben auf rotem Grund. Die beiden Raben beziehen sich auf eine Stelle in der Lebensbeschreibung, in der Legende vom heiligen Meinrad. Nach dieser Legende hatte er zwei zahme Raben gehabt. Und am 21. Januar 861 hat Meinrad Besuch bekommen von zwei Räubern. Die zwei Räuber haben ihn schließlich ermordet, weil sie bei ihm Schätze erwartet haben, vermutet haben, die Menschen ihm gebracht haben. Sie haben aber nichts gefunden. Der heilige Meinrad hat alles freigebig weitergeschenkt, was er von anderen bekommen hat. Und die beiden Raben haben die beiden Räuber dann nach der Legende verfolgt. Sie sagt, bis nach Zürich. Und in Zürich ist man auf die beiden Räuber aufmerksam geworden. Und die beiden Räuber sind dann wegen der beiden Raben, die sie entlarvt haben, zum Tod verurteilt worden. Und so tun die beiden Raben bis heute eben an das Glaubenszeugnis, an die vorbildliche Gastfreundschaft vom heiligen Meinrad erinnern.